Die MPFL-Rekonstruktion ist die eigentlich wichtigste Operation zur Stabilisierung der Kniescheibe. Das MPFL ist das Band, das die Kniescheibe mit dem Oberschenkel verbindet, arbeitet wie eine Hundeleine, das heißt, es ist nicht ständig gespannt, sondern nur dann, wenn die Kniescheibe droht zu luxieren. Wenn eine Kniescheibe rausgesprungen ist, dann ist dieses Band, normalerweise hier befindet, mit Sicherheit gerissen, gedehnt und wird nie wieder in den normalen Zustand zurückkommen. Um das zu rekonstruieren, nimmt man sich ein freies Band, ich habe das hier mal simuliert, das wird dann auf der Innenseite der Kniescheibe dreiecksförmig und am Oberschenkel an dem sogenannten Schöttelpunkt fixiert. Und wenn jetzt die Kniescheibe wieder droht, nach außen zu gehen, spannt dieses Band dagegen und vermindert eine weitere Luxation.